Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z, heute mit dem Buchstaben P. Es geht um die Petersilie, eine Pflanze, die wir alle kennen. Aber kennt ihr auch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die Heilwirkung von Petersilie? Auf Latein heißt sie Petroselinum crispum. Die Petersilie gehört zu den Doldenblütlern, zu der zum Beispiel auch Kreuzkümmel und der Koriander gehören. Man kann sie aber, wenn sie blüht, auch durchaus mit dem giftigen Schierling verwechseln. Heutzutage ist diese leckere grüne Pflanze als Küchenkraut nicht mehr wegzudenken. Aber die Petersilie hat auch eine uralte Tradition als Heilpflanze. Schon in der Antike hat man sie benutzt gegen Magen- und Darmbeschwerden, auch bei Harnwegsinfektionen und in der Frauenheilkunde. Auch im Mittelalter wurde die Petersilie in den Klöstern schon als Heilpflanze eingesetzt. Dann hat man dafür gesorgt, dass sie möglichst in jeden Bauerngarten kommen möge, denn man wollte den Menschen gesund erhalten. Deswegen sind viele unserer heutzutage gewohnten Küchenkräuter auch ursprünglich wirklich wertvolle und starke Heilkräuter. Da kann man bei dem ein oder anderen Pflänzchen, das einen vielleicht besonders anspricht oder das man gerne mag, auch nochmal nachschauen, was da eigentlich so drin ist und was die so können. Und manchmal entdeckt man, dass man sich da schon genau das richtige Kraut rausgesucht hat. Bei der Verbreitung der Petersilie ging es also nicht nur um ihren tollen Geschmack in vielen Gerichten, sondern auch um ihre sehr gesunden Inhaltsstoffe. Bei der Petersilie gibt es ja ganz unterschiedliche Sorten, die man auch im Garten als Saatgut ja kaufen kann. Da gibt's krause Petersilie, die Blattpetersilie, ganz glatte, es gibt die italienische große Petersilie. Und es heißt, dass die krause Petersilie etwas später gezüchtet wurde. Das hatte den Grund, dass die glatte Petersilie einer giftigen Pflanzenart, der Hundspetersilie, sehr ähnlich sieht. Ja, um da schwerwiegende Verwechslungen zu vermeiden, hat man im Mittelalter schon diese mehr gekräuselten Arten weitergezüchtet zu der krausen Petersilie, um solche Verwechslungen ja auszuschließen. Wenn wir im Garten die verschiedenen Petersilienarten einfach selber anbauen, ist die Verwechslungsgefahr mit giftigen Doppelgängern natürlich viel geringer, als wenn man da in der wilden Natur auf die Suche geht. Die Petersilie wurde früher auch Parselkraut genannt. Das erinnert mich auch wieder an Harry Potter. Parsel war doch das Phänomen, dass er mit Schlangen sprechen konnte. Und die Schlange hat für mich im weitesten Sinne ja auch etwas mit Heilung und Gesundheit zu tun. Man erinnere sich nur an die Symbole an den Apotheken. Die Petersilie hat richtig viele gesunde und auch sehr heilwirksame Inhaltsstoffe. Sie enthält besonders viel Vitamin C, prozentual gesehen sogar mehr als Zitrusfrüchte. Aber auch Vitamin A und Beta-Carotin enthält die Petersilie. Das ist gut für die Sehkraft und auch für die Abwehr von Krankheitserregern. Auch Vitamin E ist enthalten. Das schützt unsere Körperzellen vor schädlichen Molekülen, den sogenannten freien Radikalen. Die Petersilie enthält also auch die sogenannten Antioxidantien, ja, die auch vor Krebs schützen können. Auch Folsäure ist in der Petersilie enthalten. Das ist gut für die Blutbildung und kann auch zur Steigerung der Fruchtbarkeit eingesetzt werden. Auch viele gute und wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente sind in der Petersilie enthalten. Unter anderem enthält sie Eisen und Zink, aber auch Magnesium, Calcium und Kalium. Neben diesen ganzen guten Inhaltsstoffen hat die Petersilie aber auch noch wertvolle ätherische Öle. Die wirken unter anderem verdauungsfördernd und entzündungshemmend. Die Petersilie enthält noch viele weitere höchst interessante Stoffe für die medizinische Anwendung. Die Petersilie wird aber auch schon seit vielen Jahrhunderten als Heilpflanze verwendet. Im antiken Rom und Griechenland haben die Ärzte die Petersilie schon benutzt, aber auch Hildegard von Bingen erwähnt sie in ihren Werken. Die Petersilie wirkt harntreibend und entwässernd und deswegen ist sie ein wunderbares Mittel bei Blasenentzündung, bei Nierenleiden und bei Harnwegsinfektionen. In den alten Werken der Kräuterleute findet sich auch die Verwendung von Petersilie bei Blasen- und Nierensteinen. Diese harntreibende Wirkung sorgt dafür, dass auch Giftstoffe und Bakterien besser und schneller ausgeschieden werden, sodass die Petersilie auch zur Entgiftung des Körpers beiträgt und zum Beispiel Blasenentzündung auch vorbeugen kann. Auch in der Frauenheilkunde und bei Menstruationsbeschwerden findet die Petersilie schon lange Tradition in der Anwendung als Heilmittel. Zur Einleitung von Geburten wurde die Petersilie unter anderem benutzt. Deswegen sollte man in der Schwangerschaft, wenn man es nicht so eilig hat, da nochmal genauer nachschauen, was die Verwendung von Petersilie angeht. Die Petersilie kann auch unseren Magen und Darm richtig gut unterstützen. Sie bringt die Verdauung und Schwung und hilft auch, schwerverdauliche Lebensmittel zu verarbeiten und da die guten Nährstoffe noch rauszuziehen. Auch bei Magen- und Darmerkrankungen und Reizdarm. Auch bei Laktoseintoleranz kann der Verzehr von Petersilie die schmerzhaften Symptome lindern.
Petersilie wird auch als Hausmittel gegen Bluthochdruck eingesetzt. Übrigens ist die Petersilie auch eine ganz schnelle Hilfe gegen Mundgeruch, denn ihre enthaltenen Farbstoffe, diese Pflanzenfarbstoffe und ihre ätherischen Öle, die wirken auch antibakteriell und so kann auch den Sachen, die so für Mundgeruch sorgen, Einhalt geboten werden. Dann möchte ich noch eine kleine Warnung einschieben. Im Internet findet man nämlich manchmal auch ganz kuriose Anleitungen. Also die Petersilie, wenn man Beschwerden hat, zum Beispiel auch bei Frauenleiden, dann sollte man die einnehmen, also essen. Egal, ob ihr die frisch esst oder euch da einen Tee draus brüht oder Petersilienöl euch besorgt. Keinesfalls sollte man solchen Anleitungen folgen, dass man sich die Petersilie irgendwie vaginal einführen soll oder solche Späße. Das kann auch wieder zu neuen Problemen führen. Also lasst das bleiben und nehmt die ein, aber führt sie euch bitte nicht ein. Ein weiterer Hinweis betrifft die durchblutungsfördernde Wirkung der Petersilie. Das heißt, wenn man an starken Blutungen leidet, egal ob das offene Wunden sind oder die natürliche Menstruation, sollte man auch Petersilie nicht unbedingt noch in Größenordnung dazu einnehmen. Auch bei gewissen Medikamenten kann es unerwünschte Nebenwirkungen geben oder Wechselwirkungen, also schaut da bitte auch diesmal nochmal nach, was die Petersilie in eurem persönlichen Fall Gutes oder vielleicht auch an Risiken birgt. Die Petersilie kann man sich in den verschiedensten Varianten und Arten auch einfach als Saatgut in den eigenen Garten, in den Balkonkasten oder in den Blumentopf holen. Was auch noch sehr interessant an der Petersilie ist, sie macht uns glücklich und kann Freude bringen. Ich habe jetzt auch gerade herausgefunden, warum. Es gibt nämlich einen Stoff in der Petersilie, den unsere Leber in ein Amphetamin umwandelt. Und Amphetamin könnte man auch im Zusammenhang mit psychoaktiven Substanzen schon mal gehört haben. In der Petersilie wird das natürlich nicht in Größenordnung erzeugt, sodass wir einen Rausch kriegen. Aber ich finde auch in alten Heilbüchern immer wieder die Information, dass die Petersilie glücklich macht, Freude bringt und vor allem auch anregend wirkt auf unseren Geist, auf das Gedächtnis, auf die Nerven- und Hirnleistung. Das ist doch sehr interessant. Ja, ihr Lieben, umso weiter ich hier blätter, umso mehr und mehr interessante Informationen, auch Sagen und Legenden, finde ich zur Petersilie. Und ich werde alle weiteren interessanten Informationen definitiv im Frühjahr oder Sommer nochmal in einem Video, wo wir meine Petersilie auch sehen können, nochmal mitverarbeiten. Dann gibt's quasi einen Teil 2 zur Petersilie. Davon abgesehen hatte ich noch viel mehr Ideen zum Buchstaben P. Ja, was ist morgen? Was macht man mit dem Q? Natürlich gibt's auch morgen was zum Buchstaben Q. Also freut euch auf morgen und habt bis dahin einen wunderbaren Tag, ihr Lieben. Tschüss!